So, hallo, wir machen weiter. Bei Metroid Dread letztes Mal haben wir uns weiter durch Kataris begeben und sehr viel mehr Weg aufgedeckt. Einige Konfrontationen mit dem Emmy gehabt, die nicht immer gut ausgegangen sind. Aber ich denke, jetzt sind wir auf dem besten Wege einmal hier hoch, was immer da ist. Zumindest scheint es dahin weiterzugehen. Und dann, sobald wir den Dreierschuss haben, denn ich denke, dass der da oben dann zu finden sein wird. Sobald wir den Dreierschuss haben, werden wir wahrscheinlich dann hier hinkommen. Also das scheint mir die Reihenfolge zu sein. Dreierschuss, das ist jetzt so der Weg zum Dreierschuss. Ne? Hier ist so ein Dreierding und das kann ich noch nicht aufmachen. Und wenn wir den haben... Das wollte ich nicht. Und wenn wir den haben, dann geht's direkt zum Emmy-Gebiet weiter wieder. So sieht zumindest für mich der Weg aktuell aus. Ich schätze mal, dass da ein Boss vorher kommt oder sowas. Bevor wir den Dreierschuss bekommen, aber... Den Energy Tank haben wir auch gefunden. Wie ein Herzteil. Ja, jetzt kommen wir direkt in dieses lilane Gebiet. Was immer dieses lilane Gebiet ist. Ist das einfach Bossraum? Steht es für Bossraum? Wer weiß es? Ich weiß es nicht. Aber wir kommen jetzt auf jeden Fall dorthin. Wir wissen es ja, ob es ein Boss ist, wenn davor wieder so ein Wurm ist. Vor der Tür. Okay, es ist kein Wurm vor der Tür. So, was heißt jetzt dieses lilane? Wir werden es gleich erfahren. Okay, ist einfach nur riesig. Ja, safe kommt hier ein Boss. Also. Das lassen wir erstmal. Okay. Okay. Ich muss das auslösen, was immer es ist. Huh. Ah, wait! Natürlich, lila ist immer Transportding. Wir kommen noch gar nicht weit. Oh, no! Wir kommen nur ins nächste Gebiet. Ja, klar, lila ist Gebietwechsel. Ja, dann möchte ich wohl nach Dairon. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich dachte jetzt erst, wir müssen erst Kataris mehr oder weniger abschließen. Oh, jetzt fahren wir nach Dairon. Oder Dairon, wie auch immer man es aussprechen möchte. Oha! Das eröffnet natürlich jetzt wieder die Möglichkeit, dass wir erst noch ganz viel anderes Zeug haben, bevor wir dorthin kommen, wo ich dachte, dass wir hinkommen. Ja, ups. Das habe ich, nicht gedacht, dass es so läuft. Das ändert alles. Oha. Dairon. Oh, da werden wir garantiert jetzt nicht auf Anhieb die Waffe finden, die ich gemeint habe. Also diesen Dreierschuss. Das werden wir jetzt garantiert nicht sofort finden. Oh, damn. Ja gut, dann sind wir jetzt hier. I guess. Alter, die Viecher regen mich auf. Macht euch weg. Da ist aber überall, da sind überall solche Dreierschussdinger. Also den werden wir jetzt hier dann schon finden, aber halt wahrscheinlich nicht sofort. Weil jetzt ist ja nicht der Weg zu Ende, so ganz im Gegenteil. Ah, das ist... Oh, ist das der Dash oder sowas? Ist das das Symbol für den Dash wieder? Also weißt du schon, was ich meine, ne? So diese... bei Zelda würde es Pegasus-Stiefel heißen. Ah, ich... Okay. Okay, aber hier komme ich jetzt nicht durch.
wieder irgendwas übersehen? Weil die Dinger kriege ich noch nicht kaputt, ne? Ach so. Irgend sowas musste es ja wieder sein, ne? So. Auch schon wieder dieses Ding. Aua! Okay, wir lassen das. Ich lade mich erstmal auf, Lul. Puh! Gut, dass hier so ein Energieding ist. Eieiei. Okay, hier geht's nicht weiter. Ja, aber das ist eindeutig. Das ist genau so, ne? Dann rennst du hier, lädst Energie auf, duckst dich und es geht ab nach oben. Das kennen wir schon. Also es gibt ja auf jeden Fall auch wieder diese Highspeed-Teile. Es ist wirklich ein gutes Metroid. Man kann es nicht anders sagen. Sie haben echt wieder ein schönes Metroid gemacht. Gefällt mir. Also, bis auf diese Geschichte, die ich letztes Mal angesprochen habe, aber das trifft halt einfach auf alle Spiele zu, dass sozusagen mittlerweile jeder Schritt von dir gespeichert wird und du überhaupt keine Angst mehr haben musst, kaputt zu gehen, weil es einfach nicht wehtut, effektiv. Bis auf das, aber da kann das Spiel an sich nichts dafür, weil das, wie gesagt, einfach die aktuelle Spielepolitik ist. Bis auf das gefällt es mir echt gut. Und ich wage es jetzt lieber nicht zu sagen, solange wenn ich in ein Emmy-Gebiet komme, ist alles cool. Weil immer wenn ich das sage, kommt als nächstes die Emmy-Tür. Und das, ich möchte das lieber nicht sagen. Jetzt habe ich es allerdings ja doch gesagt. Oh je. Ich hoffe, dass mir das nicht zum Verhängnis wird gleich. Schon wieder so ein großer Raum hier, der könnte am Ende echt zu einem Emmy-Dings führen. Oh nee, 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 du machst mal einen Abflug. Oh nee, da ist noch einer. Aua. Oh, das war eine Bombe. Das war eine Bombe. Ups. Ein seltener, einer der seltenen Momente, wo wir mal tatsächlich am Speicherpunkt starten. Einer der ganz seltenen Momente. Okay, die Bombe haben wir dann auch hinter uns. Jo. Ich hätte gerne noch mehr Energie, so ein bisschen. Ups. Na, das ist jetzt nicht so viel Energie. Wir gehen erstmal hier hoch. Okay, wir gehen nicht hier hoch. Mein Gott. Gehen wir hier? Nein, wir gehen nirgends hoch. Okay, ich verstehe. Das ist auch nur hier oben drauf, ne? Oh nein, ich hab... Also es fühlt sich fast an, als wäre ich hier noch nicht richtig, weil ich so viel Energie verliere mit jedem Gegner. Aber ich glaube, ich muss schon hier sein. Also ich wüsste nicht, wo ich sonst sein soll. Und wenn ich ein bisschen aufpasse, dann werde ich auch nicht so viel Energie verlieren. Ja, moin. Alter. Ich renne einfach aber auch überall rein. Oh mein Gott. Komm, mach dich mal weg hier, Kollege, jetzt. So, jetzt gehen wir hier aber durch mit noch ein bisschen aufgeladener Energie. Okay, was ist das? Das funktioniert noch nicht. Hier ist alles finster. What? Ist aber kein Emmy-Gebiet, oder? Und hier ist alles noch ohne Strom scheinbar oder so. Oh mein Gott! Jetzt aber. Jetzt kriege ich wieder Energie hier. Dankeschön.
Nicht viel, aber ein bisschen. Das geht noch nicht auf. Ich willst mich doch verarschen. Dankeschön. Es ist echt so wichtig, mit dem Konter die aufzumachen, so. Okay, das war klar, dass das hier aufgeht zumindest. Rutschen. Oh, da ist eine Platte. Ja, komm. Die macht wohl Energie hier. Was kann schon schief gehen? Okay, wir haben wieder Strom. Das ist doch schon mal was. Jetzt können wir mal gucken, wie bisher das Gebiet hier so aussieht. Okay, das sind alles die... Oh, guck mal hier. Guck mal hier, da geht's zur Emmy-Zonenschleuse. Da geht's zum Emmy-Gebiet. Da kommen wir noch nicht hin, das ist sehr schön. Wir kommen jetzt wahrscheinlich erstmal dahin. Ah, das ist eine Gesamtladestation, die ist nicht so spannend. Aber das da könnte spannend sein. Das da, wenn ich da irgendwie hinkomme, könnte das spannend sein. Da unten, oh nee, so rum, ja. Ah, hier kommen wir durch, hier kommen wir jetzt. Oh nein, da, oh nein. Emmy-Gebiet. Tür. Emmy-Gebiet. Ah, ich ahne Böses. Ich ahne Böses. Ich ahne Böses. Wir gehen erstmal zur Gesamtaufladung. Falls ich nicht vorher sterben sollte. Jo, es hat gerade ein bisschen geleckt sogar, aber ist okay. Na! Ich wette aber, ich starte bei dem Elektro-Ding jetzt also wo ich gerade den Schalter gedrückt habe. Ja. Ja, weil das Spiel halt einfach sagt, oh, nö. Alles nochmal durchlaufen, das ist zu viel für dich. Das willst du auch nicht. Und da haben sie natürlich recht, dass ich das nicht will. Aber so habe ich halt keine wirkliche Motivation, mir Mühe zu geben beim Spielen. Und das ist... I don't know. Ich finde es problematisch. Wie soll ich jetzt an dem vorbeikommen? Oder komme ich hier irgendwie... Nee, komme ich nicht. Ah, leck mich doch. So, okay, Abflug. So. Sehr schön. So, okay. Jetzt ohne möglichst viel Energie zu verlieren wieder zurück. Und durch die Tür hier oben durch. Ach, geh heim. Ach, geh heim. Oh, Himmel hilf. So, weg da. Oh mein Gott. Item. Was kriegen wir? Ja, da ist es. Da ist der Dreifachschuss. Da ist der Dreifachschuss. Oh, yes. Okay. Da ist der Dreifachschuss. Genau. Puh. Das macht ja auch das Kämpfen jetzt angenehmer. Vor allem der Charge-Beam ist jetzt auch einfach dreifach. Oh, Mama Mia. Das macht jetzt so vieles so einfacher. Ganz wichtiges Upgrade. Und wir müssen noch nicht in die Emmy-Zone. Wir müssen noch nicht in die Emmy-Zone. Wir können jetzt im Prinzip zurück. Wir können jetzt im Prinzip zurück nach Kataris. Und da den Emmy erledigen. Denke ich schon, ne? Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir das hier... Oh, shit. Kommen wir raus?
Ja, wir kommen raus, wir kommen raus, wir kommen raus. Ich kann das Ding hier verschieben. Alles gut. Ne, wir müssen hier noch nicht in die Emmy-Zone. Und ich will auch noch nicht in die Emmy-Zone. Wir gucken uns jetzt hier noch ein bisschen um. Aber im Endeffekt... Ja, jetzt sind wir so viel stärker geworden. Okay, das muss ich trotzdem mit dem Charge-Spiel erledigen, das Ding. Aber das ist jetzt halt ein Schuss. Das macht es jetzt so viel angenehmer, das Kämpfen. Ah, muss ich das mit dem Charge-Spiel machen? Ah, I see. Cool. Okay, was ist hier oben? Nein! Ach, da ist die ME-Zone. Wir gucken mal kurz, was der für eine Farbe hat, dass wir ihn einfach schon mal gesehen haben. Vielleicht erkennen wir dann auch schon so ein bisschen seine Fähigkeit. Ah, das ist bestimmt der Schnelle. Der bestimmt kriege ich von dem die Geschwindigkeit. Der kommt bestimmt gleich angeschossen. Ja, und wie er schnell ist. Und wie er schnell ist. Und wie er schnell ist. Es war so klar. Es war so klar. Er ist der Schnelle. Okay, ciao. So. Dann gehen wir so rum raus. Alles klar. Von ihm kriege ich die Geschwindigkeit. Und von dem auf Kataris kriege ich die durch die Gänge Gedingse. Vielleicht wahrscheinlich den Morph. Ich würde es als Morph Ball. Ich denke, es ist der Morph Ball. Vielleicht ist es auch eine neue Fähigkeit, die ich noch nicht kenne. Ja. Aber hier gibt es dann die Geschwindigkeit. Dann ist das schon mal klar. Und hier unten... Oha, ist das ein riesiges... Yo, dieses Emmy-Gebiet. Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist ein riesiges Emmy-Gebiet. Gebt euch die... Ach du Scheiße. Gebt euch die vielen Türen, die da rein und raus führen. What the heck? Is going on. Oh mein Gott, okay. Das Spiel wird uns lange beschäftigen. Oh wow. Ich meine, das ist erst das dritte Gebiet. Aber ich find's cool. Gar keine Frage. Versteht mich um Gottes Willen nicht falsch. Ich bin froh. Ich bin froh, dass es ein großes Spiel ist, weil genau das war ja mein Bedenken. Das ist vielleicht nicht ein großes Spiel. Oh, wie komme ich jetzt eigentlich da wieder hoch? Ach so, ja, ich weiß. Ja. Alles cool. Komme ich da jetzt eigentlich daran? An das Ding komme ich, wenn ich da oben... Ah, nee, da muss ich... Dafür muss ich... Okay, I see. Dafür muss ich dann hier hochdashen, dann komme ich da oben durch und dann kann ich daran. Okay. Das geht noch nicht. Weil wir, wie gesagt, die Schnelligkeit noch nicht haben. Aber wir haben jetzt, was wir wollen, um den Kataris Dings zu erledigen. Ich möchte nach Kataris Abflug. Boah! Meine Herren. Ich mag das, wenn man schon so ein bisschen vor, also schon so ein bisschen weiß, wo die Sachen sind, weil dann weiß man so grob, wann man die Sachen bekommt. Und weiß auch so grob, wie das ablaufen wird. Das gefällt mir. Das ist sehr entspannend. Wenn man nicht so im Dunkeln gelassen wird, sondern sozusagen, ja. Na, dadurch, dass ich jetzt den Emmy mir schon angeschaut habe, weiß ich, dass ich da die Schnelligkeit bekomme. Also diese Schnellstiefel, wie auch immer man die nennen will, keine Ahnung. So, okay.
Jetzt können wir hier nämlich zur Macht gehen, um den Emmy in seine Schranken zu weisen. Ich könnte hier schnell durch. Das ist wahrscheinlich eine passende Abkürzung, aber die Frage ist, guck mal, hier blinkt es zum Beispiel. Wenn es da blinkt, hieß es doch, dass da irgendwie noch was Geheimes ist, ne? Lass mal kurz da hingehen. Wo genau ist denn das? Hier, der Bereich, der ganze Bereich hier blinkt. Aber gibt's dann, also sind die Items wirklich so versteckt, dass man teilweise die einfach in der Wand dann drinne hat? Wie es beim alten Metroid auch der Fall war. Oh mein Gott, tatsächlich. Aber das ist wieder zum Rennen. Das ist wieder zum... Aber lol. Okay. Also dann ist gut, dass der Bereich blinkt, weil man würde sonst niemals da rumschießen. Aber es ist tatsächlich einfach mitten irgendwo in der Wand. Okay. Gut, aber dann haben wir das jetzt gefunden. Und können aber den Boost-Block noch nicht nutzen. Ich keine Ahnung, wie ich es nennen soll, ne? Aber dann müssen wir da... Aber okay, wo nimmt man denn hier Anlauf? Oh, wait a moment. Okay, ich dachte, vielleicht ist da auch zum Dashen. Ist das nur der oder ist da mehr? Okay, das sind mehr. Das ganze Ding? Nee. Okay, die drei sind's. Aber wo nimmt man denn da Anlauf? Oder das funktioniert anders. Kann ja sein, dass man dann vielleicht so Anlauf nehmen kann. Keine Ahnung, vielleicht reicht es ja aus. Glaube ich zwar irgendwie nicht, weil bei den alten Metroids war es zumindest so, dass es nicht gereicht hätte. Oder wäre es so gewesen? Gut, jetzt kann ich eh auch so runterlaufen. Das macht jetzt keinen Unterschied. Vielleicht wollen wir vorher zur Gesamtladestation einmal noch vorbei. Der müsste jetzt auch schneller kaputt gehen. Ah, Mist. Ja. Ja, die gehen jetzt allgemein alle schneller kaputt. Das ist schon gut so. So, lass mal schnell zu der Gesamtladestation wuseln. So. Und dann gehen wir noch in das Emmy-Gebiet zurück. Und zerstören vielleicht noch unseren nächsten Emmy. Das wäre doch was. So, komm rum. Egal wie rum du gehst, ich gehe den anderen Weg. Okay, ciao. Das war jetzt nicht so gut, weil jetzt hat er die Tür zugemacht. Nee, der hat mich erwischt. Frech. Frech. Das war frech. Okay. Scheiße. Ah, so habe ich das nicht gewollt. Hoppala. Oh, die kann ich jetzt auch einfach zerstören. Nice. Nicht mich erwischen. So rum. Genau so. Ciao. So, und jetzt geht's hier einfach schnell nach oben. Zu der Macht. Ja, wir sind so nah dran. Wir sind so nah dran. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Okay, so gleich auch nicht, aber fast. Mist, weil ich müsste hier hoch, aber da komme ich gar nicht rein. Oh, ich muss hier hoch. Hier muss ich hoch. Okay. Das ist nur für den Rückweg. Okay, hier komme ich ran, hier komme ich rum. Okay, perfekt. Wie ist der da oben? Jetzt auf der anderen Seite rum, oder was? Das hast du nicht gehört, Kollege, ne?
Natürlich kommt er oben rum. Oh, der berührt mich. Ich hab's wieder verkackt. Ich hab's wieder verkackt. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Ah, ich hab's wieder verkackt. Ich hab nicht nachgedacht. Ich hab einfach nicht nachgedacht. Das war richtig dumm. Aber jetzt wissen wir den Weg, den wir gehen müssen. Ist doch auch was. Ich hätte oben rumgemusst. Siehst du, geht schon wieder los. Egal, gehen wir halt so rum. Der wird mir schon nicht gleich in die Arme rennen. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Lass mich raus! Uff! Ja, wir sind wieder hier. Der Kampf geht jetzt einfach so los, okay. Und es ist tatsächlich, wie ich es letztes Mal gesagt habe, das wird immer schwieriger. Also es ist jetzt immer noch nicht schwierig, aber es wird immer schwieriger. Ja, das ist dann wieder diese Geschichte da. Ich muss ein paar Mal die Ringe jetzt auch treffen. Weil ich sonst, ja... Oder kann ich die Dinge an der Seite kaputt machen eigentlich? Ne, die kann ich nicht kaputt machen, ne? Ah, das ist kacke. Eins kann ich aber normal angreifen. Und das war's. Sheesh! Okay. Ich fand es jetzt aber krass, dass der so ganz ohne Sequenz gekommen ist. So als ob man einfach wüsste, okay, du kommst jetzt in den Raum oder ich habe sie versehentlich weggedrückt. Das kann auch sein, keine Ahnung. Wobei eigentlich passiert, wenn man die Sequenz wegdrückt, kommt eigentlich oben dieses Sequenz wegdrücken Ding oben rechts. Okay. So, ich würde sagen, den Emmy schnappen wir uns jetzt noch in dem Part, oder? Jetzt ist natürlich die Frage, wo am besten? Ich brauche einen Bereich, wo ich den relativ viel abschießen kann. In irgendeinen langen Gang. Ja, hier ist doch perfekt. Hier ist doch gleich perfekt. Okay, er kommt darum, dann machen wir es hier. Okay, er kommt darum, dann machen wir es hier. Okay, willst du mich verarschen? So, jetzt. Ja, das war's. Aufladen. Und ciao! Nice! Mit einem Schlag einfach erledigt. So, heißt es Morphball oder ist es was anderes? Auf jeden Fall können wir jetzt durch enge Gänge. Das ist sehr, sehr gut. Es ist mein Morphball. Ja. Ja. Ich hab dich vermisst. Yes. Samus kann sich in einen Ball verwandeln, der in beengte Räume passt. Drücke ZL auf oder auf den L, während du dich duckst, um zu verwandeln. Als Morphball drücke B, um zu springen. Oh, ich kann einfach so springen. Okay. Bewege L in Richtung deines niedrigen, schmalen Tunnels oder während du am Tunneleingang an einem Vorsprung hängst. Ja, alles klar. Oh, jetzt können wir so viel machen. Jetzt können wir so viel machen. Oh, ich liebe es. Jetzt beginnt der gute Teil von Metroid. Allerdings beginnt jetzt auch der Teil, wo ich meine Aufnahme beenden muss. Gleich zumindest. Wir gehen noch speichern und dann, ja, wie gesagt, ich muss halt wirklich, leider wirklich die Aufnahme beenden. Ich muss auch aufhören zu spielen, also ich kann jetzt auch gar nicht weitermachen. Was wir natürlich noch nicht haben, sind die Morphball-Bomben, das ist klar. Die kommen dann wieder, die sind dann wieder extra Beiwerk sozusagen. Ja. Ich überlege nur jetzt kurz,
Ich sag mal, so Sachen wie Items sammeln, das machen wir irgendwann mal, wenn wir ganz viel haben. Wenn wir zum Beispiel auch dann hier durch können, dann kann man die ganzen Items mitnehmen. Immer wieder einzeln alles ablaufen, halte ich für ungünstig. Ich würde lieber wirklich alles dann mit einem Wisch machen. Dass man so sagt, jetzt beendet man ein Kapitel praktisch. Weil sonst müssen wir jedes Mal wieder wegen einer Fähigkeit zurückkehren. Wenn wir zufällig an einer Sache vorbeilaufen, dann ja. Aber ich würde zum Beispiel nicht sagen, ich gehe jetzt extra hierhin für zwei Missiles. So, wenn ich hier versehentlich noch vorbeikommen sollte, dann klar, cool. Wobei, ich muss hier weiter. Hier geht es auf jeden Fall irgendwo hin. Also da muss ich schon hin. Ja, da muss ich schon hin. Nee, da muss ich schon hin. Alles gut. Aber da kann ich jetzt auch einfach hin. Das ist das Coole. Da können wir sogar jetzt hin. Ja, moin. Da können wir einfach jetzt hin. Ja, geilo. Weißt du, da erzähle ich lang und breit, warum ich da jetzt nicht hingehe und ende dann damit, dass ich da hingehe. Ah, das war... Oh, Lord. Ich kann jetzt hier unten durch. Okay. What's this? Ah, Munition aufladen ist das. Okay, aber hier komme ich jetzt zum Beispiel noch nicht weiter. Ja, okay. Dann geht's hier doch noch nicht weiter. Aber wir haben das schon mal gesehen. Okay, ging da hinten noch irgendwas? Da komme ich nicht ran. Also das ist... Da komme ich von da unten wahrscheinlich irgendwie... Ja, von irgend so einem Gang komme ich da irgendwie hoch. Da komme ich noch nicht ran. Zumindest wirkt es so, wie wenn ich da noch nicht rankäme. Nicht sicher. Wir gucken mal kurz... Nee, da will ich auch noch nicht rein. Da hoch ist jetzt nicht mehr Not. Nee, da brauchen wir jetzt nicht hoch. Wir gehen den anderen Weg zurück. Okay. Wir gehen den Weg hier zurück. Hier durch wäre egal. Es macht keinen Unterschied. Ach so. Wenn ich da drauf trete, geht die zu, oder wie ist das? Oh, hier kann ich auch durch, okay. Ah, dann ist das natürlich jetzt schneller gewesen. Ja, okay. Ja, das ist einfach jetzt eine kleine Abkürzung gewesen. Jetzt bin ich nur nicht durch den Gang hier gerollt. Aber ich hoffe mal, dass dadurch jetzt nicht irgendwie was verpasst wurde. Ich könnte dadurch rollen. Das ist aber alles nur... Das ist einfach nur Alternativweg. Hier wollen wir... Hier will ich mal reinrollen. Da waren wir noch nicht. Da will ich mal reinrollen. Das hier ist auch nur... Nee, da ist nichts Spannendes. Ja, doch. Hier will ich mal reinrollen. Da. Nee, hä, wo war das jetzt? Da. Ah, hier und da. Da sind überall solche. Also das ist wahrscheinlich auch noch so ein Gang dazwischendurch. Aber das hier sieht halt eher aus, wie wenn das zu was Specialigem führen könnte. Gibt es eigentlich schon wieder irgendeinen Itemwürfel irgendwo? Ist irgendwo ein Itemwürfel eingezeichnet? Also der Boss dieser Ebene? Nee, ne? Sehe ich diesmal gerade tatsächlich noch keinen. Letztes Mal hat es dann einen angezeigt, aber diesmal sehe ich tatsächlich noch keinen. Oder ich bin blind. Kann natürlich auch sein. Nee, Itemwürfel sehe ich nicht. Okay. So, ich möchte gerne... Jetzt muss ich nochmal anmachen, Entschuldigung. Wo wollte ich hin? Da wollte ich hin. Da muss ich... Ich kann genau da, wo ich bin, kann ich einfach überall durchrollen.
Hier rum will ich eh nicht. Das bringt mir alles überhaupt nichts. Ich gucke nur ganz kurz, ob da irgendwas Spannendes wäre. So grundsätzlich. Ich meine, klar, da blinkt's. Das habe ich schon festgestellt. Aber so... Okay, da wäre eine Kleinigkeit. Oh, da komme ich sogar ran. Aber da würde ich zum Beispiel, glaube ich, rangehen, wenn wir einfach... Ja, wenn wir da zu dem Aufzug zurückgelaufen sind. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier hoch. So. Mein, klar, der nächste Weg würde jetzt wieder zu... Dario. Oh nein, da wollte ich nicht runterfallen. Komme ich da wieder hoch? So ein bisschen so, Nee, jetzt falle ich überall runter. Okay, aber ich komme hier lang. Da bin ich. Das ist ja trotzdem, wo ich hin. Es ist fast, wo ich hin wollte. Nee, es ist gar nicht, wo ich hin wollte. Scheiße. Aber wir kommen da auch hoch. Doch, das sollte auch funktionieren. Dann gehen wir halt so rum. Und weiter unten. Oh. Ach, geh heim, ey. Ah, wollte ich gar nicht. Entschuldigung. So, hier will ich lang. Jetzt kommen wir der Sache näher. Jetzt sind wir hier. Da will ich rein. Genau, hier will ich rein. Oh. Aua. Aua. Oh, Schei! Ich hatte eigentlich noch ein bisschen Energie, dachte ich. Uhu, okay. Der wollte's wissen. Der wollte's wissen. Ja, ups. Jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal... Wait, habe ich jetzt die... Ding... Ah, guck mal, die hat's jetzt zum Beispiel nicht gespeichert. Ah, shit. Das machen wir schnell nochmal. Aber sonst habe ich ja nichts anderes gemacht, ne? Nicht, dass ich jetzt irgendwas vergesse beim Nachholen. Ich bin hier durch und dann bin ich hier runter. Da habe ich aber nichts geholt. Ich habe das nur aufgedeckt. Ja, ich soll es aber nochmal aufdecken. Das soll ich dann schon gerade nochmal machen. So. Okay, rein und raus. Okay. Dass wir da das aufgedeckt haben. Okay, so. Dann will ich aber vielleicht, bevor ich zu dem Viech nochmal gehe, in der Nähe das speichern. Das wäre vielleicht eine Idee. Und jetzt wissen wir auch, wo wir hin wollen. Da geht es jetzt natürlich etwas schneller hier durch. Kann ich hier nämlich schön speichern. Ja, jetzt ist dann die Speicherstation doch mal ganz nützlich. Dann kann ich einmal hier rum. Da war ja auch nichts anderes hier. Na, nee, das passt alles. Das haben wir gemacht. Da ist auch nichts Neues gewesen. Also da würde ich sagen, habe ich nichts erstmal verpasst. Ah, hier will ich rein. Also da war jetzt ein spezieller Gegner. Der wollte so ein bisschen wollte es schon wissen, ne? So, jetzt sind wir hier. Jetzt muss ich auf die andere Seite. Richtiger Raum. Achso, da durch die Tür, durch die Schleuse da oben, genau. So, dann probieren wir das doch jetzt nochmal. Das lief ja nicht so gut gerade.
Vielleicht pfeffern wir einfach mal laute Missiles in den... Holy shit, ist der strong. Was ist deine Mission, Kollege? Nein, mach das nicht nochmal. Oh, Junge. Wie viel hält der aus? Den will ich noch machen. Den will ich noch machen. Ich will jetzt wissen, was der kann und was dahinter ist. Der ist ja richtig. Ach, jetzt muss ich wieder da durch. Okay, dann speichern wir hier. Da habe ich nochmal eine Vollaufladestation, eine Energieladestation. Und dann kommen wir da aber am schnellsten dahin. Okay, ich gehe nochmal zu dem Speicherpunkt. Sonst muss ich immer wieder hier mich hochziehen. Das dauert 3 Jahre. Gefühlt. Siehst du, 3 Jahre vorbei. Okay. So, also nochmal hier speichern. Vorher aufladen. So. Jetzt sind wir mit voller Energie unterwegs zu dem Ding. Ich pfeffer erst alle Raketen rein, weil die treffen den auf jeden Fall. Das haben wir schon festgestellt. Die treffen den auf jeden Fall. Dann habe ich dem schon mal ordentlich abgezogen. Und dann machen wir den Rest mit dem Charge-Spiel. Ah! Okay, oder so. So, was haben wir jetzt hier Hübsches? Ach nee. Okay, Moment. Vielleicht ist dahinter noch meine Raketendings. Ich fürchte zwar, dahinter ist eine Bombendings. Ich fürchte, dahinter ist eine Bomben. Also eine. Hier, weißt du schon. Oh, ich komme nicht ran. Nein, ich wette, das ist für eine Bombe. Ich safe ist das für eine Bombe. Aber ich kann ja zielen, so ist er nicht. Nein, es ist nicht für eine Bombe, ich komme ran. Okay, never mind. Gut, dann haben wir das jetzt auch für 2 weitere Missiles gemacht. Ist hier sonst noch was? Ne, jetzt blinkt es auch nicht mehr, ne? Das Gebiet, ja, okay, jetzt blinkt es auch nicht mehr. Aber ich mag das, dass sie auch die Secrets wieder eingebaut haben. Es ist alles da, was in einem Metroid da sein sollte. Und mehr. Ich bin wirklich, wirklich happy. Ist ein sehr schönes Metroid geworden. So. Du bist hier. Wir können hier runter. Ja, das halte ich für am sinnvollsten. Wir gehen hier runter. Das hier könnten wir aufdecken kurz noch. Ja, komm. Das ist aber, glaube ich, eh einfach nur... genau, das ist einfach nur der Abschnitt hier. Da ist jetzt nichts... Ja, da ist jetzt nichts Verstecktes oder so. Dann können wir einfach hier rausgehen. Okay. Dann möchte ich jetzt, genau da noch lang und dann können wir hier uns die Missiles noch mitnehmen. Weil hier hoch ist Quatsch. Da ist nichts, was uns irgendwie interessiert. Ne, da ist wirklich nichts, was uns irgendwie interessiert. Ja, gehen wir hier durch. Und da kommen wir jetzt auch einfach easy ran. Oh, okay. Ich mache hier Probleme. Puh. Das hätte fast ins Auge gehen können. Upsi. Okay, so, wir kommen jetzt da wieder zurück ohne... Dadurch will ich gehen, durch die Tür, genau.
Gib mir Energie, danke schön. Huh. Schwitz. Genau, jetzt kann ich hier nämlich durchspringen. Sehr schön. Oh, und so schließt sich der Kreis. Okay. Wir sind am Anfang. Wir sind am Anfang von diesem wunderschönen Abschnitt. Und damit schließt sich der Kreis. Wir begeben uns nächstes Mal erstmal wieder nach Artaria zurück. Ich weiß natürlich, dass wir auch in Dairon weiter jetzt machen könnten. Aber ich denke, mit dem Morphball können wir trotzdem uns erstmal in Artaria wieder umschauen. Das möchte ich dann schon machen. Denn jetzt ist ja einiges neu. Ich denke auch, es ist trotzdem sinnvoll. Ich habe es zwar gerade anders gesagt, ich weiß, ich habe gerade noch gesagt, ja, wir machen das erst, wenn wir alles holen können auf einmal, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nie Missile Container irgendwo hole, dann habe ich halt die ganze Zeit viel zu wenige. Also das ist, nee, man muss backtracken, man muss einfach mehrmals backtracken, es hilft nichts. Es hilft nichts. So ist es halt. So. Also, klar wird es sicherlich safe in Dairon irgendwo weitergehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber, wie gesagt, wenn wir uns das jetzt hier mal so alles ein bisschen kurz angucken. Wo hat man denn zum Beispiel was für den... Oh, guck mal, hier ist zum Beispiel... Ah, den haben wir schon. Okay, da ist zum Beispiel ein Missile Container gewesen, genau. Kommen wir da ran jetzt über... Ja, jetzt komme ich hier wieder rein! Oh mein Gott! Das ist viel wichtiger als der Missile Container. Ich komme jetzt in das Gebiet wieder rein. Dieses Teil, was mich hier aufhält, ist jetzt egal. Ich komme jetzt in dieses Gebiet wieder rein. Oh yes! Weil dann können wir jetzt endlich... hier oben gucken, was das ist. Und wir können vor allem... Oh ja, wir können jetzt hier hoch. Wir können hier hoch. Wir können das hier holen. Okay. Doch, 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 doch. Oh ja. Da ist so ein Herzcontainer. Oh ja, doch, wir haben sehr viel hier zu tun mit dem Dings. Wir haben mit dem Morphball sehr viel hier zu tun. Ja. Das alles hier oben geht jetzt. Oh, und da waren wir noch nie drin. Wie komme ich da rein? Von da unten wahrscheinlich kommt man da irgendwie hoch, okay? Weiß nicht, ob wir das... Guck mal, hier ist so ein Block. Warum auch immer der hier ist. Dann schiebe ich den ein Stückchen weiter rüber, oder was? Okay. Na, vielleicht ist da ja was dahinter. Oder das macht irgendwas. Ah, der ist mir noch nie aufgefallen. Wo kam der? Den habe ich noch nie registriert. Aber ich muss ihn schon gesehen haben, weil wir waren hier schon. Ja, gut. Ja, gut. Dann lasst mich noch ganz schnell bis zu diesem Speicherpunkt hier spielen, dass ich offiziell speichern kann. So. Weil ich dann ja auch die Switch ausschalten muss. Ne? So. Und dann habe ich ein bisschen Angst, dass wenn ich die jetzt ausschalte... Wobei, man macht ja nur den... Naja, es geht ja nur über Standby. Und dann startet man eigentlich da wieder, wo man aufgehört hat. Aber ist egal, wir haben jetzt richtig gespeichert. So ist es mir lieber. Danke fürs Zuschauen. Da muss ich auch gleich gähnen. Und tschüss.